Weißt du, wo wir heute drehen? Nee. Spannend. Warte, da haben die Eisenhütten statt. Statt was? Ihr habt es richtig erraten. Wir sind heute im Theater der Schwestern. Und auf der Suche nach Sweet Charity. Sweet Charity. Aber irgendwas ist komisch mit uns heute, David. Ja, wir sind andersrum. Hoi. Wir sind wieder hier beim schwulen Fernsehen. Herzlich willkommen. Ja, und heute schnuppern wir zusammen ein bisschen Theaterluft. Und haben die beliebten Rubriken wieder mit dabei. New York hat Bars, doch Paris, Madrid hat Palmen und Boulevards, doch Paris, L.A. hat Highways und Superstars und London seinen Pfeifeklock-Tief. Doch geht es um Lamour toujours, Compris, Compris, um Liebe, Liebe pur, ja, da gibt es nur, oh la 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 la, oh la la la, Paris. Please call the nine, don't freeze the nine, please. An das müssen Sie sich gewöhnen, an diese Unterbrechung, das ist schlimm, wir können das nicht abstellen, dann furchtbar. Das haben wir gestern schon gemerkt. Und da habe ich also allein beim Aktzeichnen etwas Wunderbares erlebt. Der erste Akt, den ich zu zeichnen hatte, war ein männlicher. Und das, was ein junges Mädchen an einem männlichen Akt interessiert, war also sehr kümmerlich geraten. Und ich hatte gedacht, ach, dem Jungen kann geholfen werden, nahm meinen Bleistift und vergrößerte das so. Auf einmal beugte sich mein Zeichenlehrer über die Schulter und sagte, Fräulein Hielscher, Sie sollen zeichnen, was Sie sehen. Die Realität und nicht ihre Wunschträume. So bin ich also erstmal beim Aktzeichnen durchgefallen. Aber ich meine, ich bin heute sehr froh, dass Wussten Sie damals schon genau, was Sie wollten? Auch. Ja, ja, eigentlich ja. Und dann haben Sie bei der UFA gearbeitet, nicht? Da habe ich angefangen als Kostüm. Und sind so ganz klassisch entdeckt worden? Von, ja, ich hatte ja in der Zeit bereits Schauspielunterricht und Gesangsunterricht. Das ist ja ganz klassisch sozusagen. Ja, und es war auch prima. Ich hatte Glück. Ich machte dann gleich als nächsten Film Auf Wiedersehen, Franziska. Da hatte ich dann bereits die zweite Frauenrolle neben Marianne Hoppe. Mhm. Helmut Keutner hatte Regie. Ich machte die Entwürfe und es waren in diesem Auf Wiedersehen, Franziska zwei Frauen. Ich machte die Entwürfe für Marianne Hoppe und für eine Journalistin, Helen Phillips. Und als ich ihm die Entwürfe in meiner Mappe in den Grunewald brachte, Königsallee 44, werde ich nie vergessen, guckte er sich die Zeichnung an, guckte mich dann an. Wollen Sie nicht die Helen Phillips spielen? Na, und ob ich wollte. Und so kam ich gleich in ein wunderbares Team neben Hans Sönker, Spillmann, Marianne Hoppe, Odemar mit Helmut Keutner Regie. Also es war schon fantastisch. Ja, ich sah die Ruinen von Rom und ich stand vor Mailänder Dom. Ich war auch in Moskau am 1. Mai, Nikita Khrushchev war mit dabei. Ich sah Bonn am Rhein und so hoch,
Pisa, Venedig, Pisa, den Po. Was uns natürlich jetzt interessiert ist, Sie haben ja damals angefangen in einer nicht so leichten Zeit. Mhm. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten, dass das jetzt wieder ähnliche Situationen sind, dass mit den Nazis es damals aufkam. Ja. Haben Sie Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit Kollegen, die irgendwie homosexuell gewesen sind, dass sie sich in dieser Zeit Schwierigkeiten gab? Sie haben ja auch schwere Erfahrungen gemacht, dass Sie dann nach München mussten zum Beispiel. Ja, dass ich nach München musste, war noch nicht mal das Schlimmste. Das hatte mir am Anfang sogar Spaß gemacht, als Berlinerin da im Hochgebirge herumzustolpern. Was mich überrascht hat, war, dass ich nicht mehr zurück durfte, nicht? Weil ich verkauft worden war. Doch, ich habe eine Menge homosexuelle Partner gehabt. Einer der amüsantesten war Hubert von Meyering. Und ich muss Ihnen sagen, ich gehöre zu den Frauen, die sogar eine große Zuneigung zu Homosexuellen haben. Denn nehmen Sie die Literatur, nehmen Sie die Musik. Ich bin eine große Anhängerin von Oscar Wilde. Denken Sie an Michelangelo. Oder an, weil ich gerne singe und gerne gute, sehr gute Texte habe, denken Sie an Noel Coward. Ich frage mich, in mein Leben gehören die einfach mit hinein. Ich habe von ihnen gelernt und ich habe Glück gehabt, denn auch unter den Musikern gibt es ganz Berühmte, mit denen ich eng befreundet bin. Ich finde, dass sogar die Homosexuellen im Umgang mit Frauen viel, viel höflicher und kameradschaftlicher sind als ein sogenannter stinknormaler Mann. Die Erfahrung habe ich gemacht. Mhm. Was haben Sie für ein Gefühl? Sie haben das damals ja alles genau mitgekriegt, wie sich das entwickelt hat. Und was haben Sie für ein Gefühl, dass sich das jetzt so immens wieder, dass das aufsteigt, diese Nazi-Kultur, dieses Rassistische, diese Ausländerfeindlichkeit, ohne dass man was dagegen machen kann? Ja. Haben Sie wieder das Gefühl dieser Ohnmacht? Ja, ich habe vor allen Dingen ein großes Gefühl von Angst. Denn wenn Sie das einmal mitgemacht haben und jetzt die Angst haben, dass das wieder sich entwickelt, denn wenn ich diese Neonazis da sehe im Fernsehen, mir wird ganz übel, wissen Sie. Und ich finde auch, dass der Umgang Menschen mit Menschen so wichtig ist. Und wenn es da welche gibt, die sich brutal und ordinär dazu erheben, über andere zu urteilen, das finde ich, entschuldige, das finde ich zum Kotzen. Doch bei Mondenschein, wie kann's anders sein? Hallo Mombat, hallo. Mon Dieu. Lieber G., dein Brief regt mich auf. Er erschreckt mich sogar. Ich muss dir sofort antworten. Was für eine sonderbare Sprache du sprichst. Ich meine nicht dein Deutsch. Es ist beinahe tadellos. Vielleicht meine ich die Sprache deines Herzens. Ich verstehe sie kaum. Mit welcher Verächtlichkeit du die Verliebtheit behandelst. Warst du denn nie verliebt? Du bist pedantisch, du bist egoistisch. Willst du unbedingt nur ein höherer holländischer Beamter werden? Mit einem gewissen Interesse für die Seelenwanderung? Und mit sonst tadellosem Lebenslauf? Mein Lieber, du bist zu liebenswürdig, um dir ein solches Leben zu machen. Du meinst, ich sei sehr verliebt in dich und stellst dies halb spöttisch, halb strafend fest. Ja, ich war sehr verliebt in dich, mein Lieber. Und ich habe sogar gehofft, dich lieben zu können. Was unendlich viel mehr ist als verliebt sein oder als liebhaben. Bin ich heute in dich verliebt? Sicher nicht in diesem Augenblick. Ich gebe dir den Rat, dein Leben aufzulockern, verschwenderischer mit dir selbst zu sein. Sei weniger geizig, sei weniger besonnen. Darf ich es als ein Kompliment formulieren, aber du bist ja eitel genug. Deine Liebenswürdigkeit verpflichtet dich. Verpflichtet dich nicht am Ende sogar das Interesse, das du in mir geweckt hast? Mein Lieber, wir retten uns nur, wenn wir aufbruchsbereit sind. Wenn wir über unsere engen Interessen hinausschauen können. Wenn wir sehr viel leiden, wenn wir sehr viel lieben. Wenn
wenn du mir nichts zu antworten hast. Wenn du meinem Anruf gegenüber unempfindlich und unempfänglich bleibst, dann war es falsch, übertrieben, fast etwas komisch von meiner Seite, dich mit einer solchen Heftigkeit anzureden und zu beschwören. Dann führe dein Leben weiter wie bisher. Ich wünsche dir, du mögest es niemals zu bereuen haben. Vielleicht errätst du aber doch irgendetwas aus meinen Worten. Vielleicht meinst du, dass das Zusammensein mit mir, dass die Berührung mit mir dir doch auf irgendeine Weise Gutes bringen könnte. Wenn du so etwas spürst, dann schreibe es mir. Dann könnte man sich vielleicht doch im Sommer treffen, in der Schweiz oder in Frankreich oder in Holland. Das Praktische würde sich einrichten und regeln lassen. Je t'embrasse, Klaus. Hallo und herzlich willkommen zu den Mag News. Paragraph 175, Bonn. Mit einem Referentenentwurf zur Änderung des Paragraphen 175 hat sich das Bundesjustizministerium jetzt zu Wort gemeldet. Der Entwurf, der Gruppen und Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt wurde, soll im Februar im Rechtsausschuss beraten werden. Nach dem Entwurf soll künftig Sex zwischen Personen über 16 Jahren mit Personen unter 16 Jahren strafbar sein, gleich welchen Geschlechts die Beteiligten sind. Diese Schutzaltergrenze wurde bereits im Vorfeld kritisiert. Ganz neu im Entwurf ist die Einstufung als Antragsdelikt, das wegen besonderem öffentlichen Interesse aber auch zum Offizialdelikt erklärt werden kann. Dadurch kann künftig jeder Staatsanwalt selber entscheiden, ob er Anklage erhebt oder nicht. Eine solche Regelung ist im deutschen Strafrecht bislang einmalig. Todesschwadronen Brüssel. Kolumbianische Todeskommandos haben nach Angaben von Amnesty International in den letzten Jahren Hunderte von Homosexuellen gefoltert und ermordet. Seit 1986 seien 328 Schwule getötet worden. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden bereits 773 Opfer von Todesschwadronen gemeldet. Die Gefangenenhilfsorganisation, die seit kurzem auch verfolgte Schwule und Lesben betreut, beschuldigt die kolumbianische Regierung der Mittäterschaft. Gerichtliche Untersuchungen, die eine Komplizenschaft der Polizei und des Militärs belegen könnten, wurden von der Regierung verhindert. Lange Leine, Havanna. HIV-Infizierte und Menschen mit AIDS, die bislang auf Kuba in Internierungslagern leben mussten, erhalten ein Stück ihrer Freiheit zurück. An drei Tagen der Woche dürfen sie sich künftig außerhalb der Lager aufhalten. Eine Freiheit auf Bewährung, die nur gewährt werden soll, wenn Angehörige für die Internierten bürgen. Nichts ist unmöglich, Sydney. Die japanische Autofirma Toyota hat die Zahlungskraft australischer Schwuler entdeckt und schaltet seit letztem Herbst eigens konzipierte Anzeigen in australischen Schwulenzeitschriften. Der einzige Unterschied zu sonstigen Anzeigen ist, dass die übliche Kleinfamilie durch ein schwules Paar mit Dalmatinern ersetzt wurde. Toyota ist die erste große Firma, die ein solches Werbekonzept entwickelt hat. Ihre Werbeagentur spricht von einem durchschlagenden Erfolg. In der schwulen Szene laufe eine sehr, sehr gute Mundpropaganda für Toyota. In der Bundesrepublik ist das Toyota-Management noch nicht so innovativ. Der Pressesprecher der deutschen Niederlassung Rubach erklärte auf Nachfrage von Magnus, dass er sich so etwas in der Bundesrepublik nicht vorstellen könne. Gänzlich ausschließen wollte er es allerdings auch nicht, denn nichts ist unmöglich. Toyota. Mehr Nachrichten im Magnusheft vom Januar und in Andersrum am 30. Januar 1992. Viel Spaß noch in der weiteren Sendung.